gerade eine sehr coole Begegnung gehabt. Da kam mir einer entgegen und der hat gemeint, ja, ihr lauft jetzt Komemine, das ist ja der Weg. Also einmal komplett durch Bulgarien, nur eben andersrum. Er startet als in Emine und endet in Kom. Ganz lustig, habe ich auch noch nicht erlebt. Und so der erste, den ich gesehen habe, der das läuft, der nicht aus Bulgarien kommt. Und so war das ein Pole. Auf jeden Fall ein sehr netter Typ. Und haben uns, wir uns ein bisschen über, unterhalten über den Weg und so, wo er jetzt schon war und wo ich schon war. Auf jeden Fall ganz lustig. So, da oben hinter den Bäumen, da müsste diese eine Hütte sein. Karamatialau, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und da unten ist meine jetzige Hütte, Chimik. Ich sehe sie noch nicht, aber hier müsste die irgendwo in der Nähe sein. Ich glaube nur nicht, dass es das ist, ehrlich gesagt, oder? Nee, das kann es doch nicht sein. Ich schau mal weiter. Okay, ich habe sie gefunden. Chija Chimik. Genau. Da haben wir sogar einen Balkon runter. Schaut sehr modern aus auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Das ist übrigens unser Zimmer. Sehr schön. Das Beste bisher, finde ich. Sehr, sehr schönes Zimmer. Guten Morgen. Wir sind gerade gestartet von der Hütte Chimik. Ich habe euch leider wieder eh nicht gezeigt. Ja, es tut mir leid, auf den Hütten filme ich immer irgendwie nicht so viel. Weil ich mich da ausruhe und platt bin. Das war eine sehr schöne Hütte. Ich habe euch ja mal kurz das Schlafzimmer gezeigt. Der Rest war genauso gut, das Essen und so. Aber es war gar nicht mal unbedingt teurer. Also war einfach eine sehr gute Hütte. Wir laufen jetzt wieder runter zum Predela Pass. Da waren wir gestern Abend schon mal und haben Eis gegessen. Weil das sind so ein paar Händler, zwei Stück. Ja, oder eher zwei Läden eigentlich. Und da werden wir jetzt frühstücken. Wir hoffen mal, dass die schon offen haben. Mal schauen. Und ich kaufe vielleicht noch ein paar Sachen für die längere Tour, die dann morgen ansteht, beziehungsweise übermorgen. Weil da werden wir nämlich eine Nacht im Zelt übernachten müssen. Und da haben wir dann quasi keine Hütte. Deshalb werde ich da noch vielleicht ein paar Nüsse oder irgendwas einkaufen. Mal schauen. Da ist der Predela Pass. Übrigens sehr frequentiert angefahren. Da haben wir gerade unser Frühstück gegessen. Es gab wieder Banica und Joghurt dazu. Isst man scheinbar so. Aber ich muss sagen, es ist Banica ist echt saugut. Und zu dem Joghurt, das habe ich jetzt nicht direkt dazu gegessen. Ich habe nämlich noch so Honig übrig gehabt, den ich damals von dem Typen gekauft habe, der mir die Schuhe gegeben hat. Und den musste ich jetzt auch mal loswerden. Und dann habe ich in das Joghurt rein, hat auch sehr, sehr lecker geschmeckt. Ja, auf jeden Fall ein super Frühstück. Das ist schon mal ein super Start in den Tag. Heute liegen wieder über 30 Kilometer, mindestens 32 vor uns. Ich merke gerade, es geht hier schon verdammt steil hoch, verdammt steil. Naja. Hier bin ich kurz an so einem kleinen Verschlag vorbeigekommen. Da kann man im Notfall übernachten, da hängt auch wieder so eine Apotheke dran, so ein kleines Teil da. Genau. Und da drüben soll jetzt eine Quelle sein. Ich glaube, ich habe nämlich heute das erste Mal ein bisschen zu wenig Wasser mitgenommen, weil ich gedacht habe, das wird wieder relativ gerade heute und kühl. Aber genau das Gegenteil ist passiert, es ist sehr warm trotzdem und es geht heute sehr hoch. Deshalb muss ich jetzt mal ein bisschen nach Wasser schauen. Ich glaube, ich habe die Wasserstelle gefunden. Der ist da, war mal der Wasserhahn, aber da kommt leider rein gar nichts mehr raus. So sehr zugewuchert hier. Schade. Ha, aber neben dem Haus hier steht ein Schild. Und wenn man da lesen kann, hier war da, das heißt Wasser. Und es zeigt jetzt doch in diese Richtung hier, wo ich jetzt gerade war. Ich schaue jetzt nochmal weiter. Vielleicht finde ich ja doch was. Ich bin jetzt dem Weg gefolgt und da steht tatsächlich nochmal ein Schild. 20 Meter soll Wasser sein und es steht hier auf dem Baum auch nochmal. Ich gehe jetzt mal in diese Richtung, mal schauen, ob der welches ist. Auch diese Quelle scheint leider versiegt zu sein. Da unten würde, glaube ich, normalerweise das Wasser rauskommen, aber da ist gar nichts. Naja, da muss ich mich halt mit dem Wasser zufrieden geben, was ich dabei habe. Ja, ich würde sagen, der Baum, der ist hungrig. Schaut euch mal das Schild an, ey. Das ist ja komplett da drin. Krasser Scheiß. Und hier noch mehr. Boah. Krass. Habt ihr schon mal sowas gesehen? Okay, wir sind jetzt bei der nächsten Hütte angekommen.
Das ist die, das habe ich wieder vergessen. Oh, und da ist auf jeden Fall Wasser, auf jeden Fall schon mal. Sehr gut. Auf jeden Fall werden wir bei dieser Hütte jetzt Pause machen. Oder ich werde da Pause machen, werde was trinken. Und dann geht's weiter. So, gerade eine kurze Pause. Letzte Pause hoffentlich. Geht's nach Jumerna, das ist die Hütte, übernachten werde. Da steht's. Ich sitze genau vor dem Schild. 30 Minuten. Das sind Meter, glaube ich, noch. Aber es geht sehr weit hoch. 260 Höhenmeter habe ich noch. Puh, ja, wird auf jeden Fall spannend, ne? Ach ja, ich bin froh, wenn der Tag wieder vorbei ist, die Höhenmeter hier geschafft sind. Vor allem, weil es jetzt bald anfängt zu regnen, glaube ich. Wir haben jetzt ja, 20 nach 2 und um 3 soll der Regen beginnen. Also halbe Stunde perfekt. Dann sollte ich genau dann ankommen, wenn der Regen beginnt. Wir sehen uns. Die 260 Höhenmeter sind geschafft. Ich bin jetzt auf 1323 Meter. Die Hütte ist erreicht. Das ist sie. Jumerna heißt sie. Das ist jetzt nochmal die höchste Hütte. Danach jetzt geht es nur noch runter. Wird auch Zeit. Zu viel Höhenmeter. Heute schon wieder 1425 und 32,7 Kilometer. Naja, gut. Ich zeige euch die vielleicht mal innen. Und wenn nicht, dann bis morgen. Da drüben regnet es aber hier noch nicht. Ist ja lustig. Jetzt fängt es hier auch an. Die anderen sind noch unterwegs. Nicht so schön. Jetzt regnet es richtig stark. Guten Morgen. Das ist übrigens unser Zimmer. Wollte ich nochmal ganz schnell zeigen. Habe ich nämlich vergessen. Wir haben Sachen mitbekommen wieder. 2 Eier, 4 Sandwiches und 3 so Schokoladendinger. Wichtig, weil wir jetzt 2 Tage auf uns gestellt sein werden mit Zelt. Genau. Wir sehen uns. Ja, guten Morgen. Hier, ich wollte euch nur mal den schönen Sonnenaufgang zeigen. Es geht heute Richtung Vratnik Pass, steht auf dem Schild. Und anschließend ist heute mal ein bisschen ein anderer Tag. Und zwar werden wir dann im Zelt übernachten. Dafür haben wir uns eine Stelle ausgesucht bei ca. 27 Kilometern, wo eine Quelle ist, die auch garantiert funktioniert, weil da ein Fluss nämlich daraus entspringt. Also die sollte funktionieren. Alternativ, ich habe heute schon mehr Wasser mitgenommen, so als Backup. Aber trotzdem wäre das schlecht, wenn die Quelle da nicht funktioniert. Wir werden auf jeden Fall sehen. Ansonsten, es geht heute sehr viel runter, was ganz angenehm mal wieder ist. Vom Wetter her soll es eigentlich ganz gut werden. Um 15 Uhr soll es vielleicht wieder regnen und am Abend soll es regnen, auf jeden Fall. Die Nacht wird wahrscheinlich sehr regnerisch, aber der Tag soll ganz gut werden, von daher passt. Also ich hätte mich ganz offensichtlich getäuscht mit heute geht es nur runter, es geht die ganze Zeit nur hoch, ey, so eine Scheiße. Ach, ich hasse es, wenn man sich auf irgendwas einstellt und dann kommt genau das Gegenteil. Es geht hier nur hoch. Ah, ich bin richtig, keine Angst. Zudem haben wir sehr viel Nebel, wie ihr seht. Also wirklich übelst dichten Nebel. Ich glaube, ich bin noch nie in so einem krassen Nebel gelaufen wie hier. Kommt gar nicht so rüber auf der Kamera, aber es ist echt sehr dicht. Man kann nicht sehr weit schauen. Bestimmt nicht mehr als 10 Meter oder so. Danach sieht man nur so ganz schemenhaft die Bäume. Naja, ich melde mich wieder. Hier ist so ein krasser Raureif, man sieht das sogar an meinen Wimpern und so. Hier, an meinem Arm, seht ihr das? Und am T-Shirt? Schon krass, wie neblig das ist heute. So, ich begrüße euch wieder seit langem. Ja, ich bin jetzt einmal ein bisschen durch den Wald gelaufen. Ihr seht gerade, ich habe ein bisschen Musik gehört, weil
Ja, es war sehr monoton jetzt die letzten Kilometer, nur Wald einfach und dieser Feldweg. Jetzt komme ich mal an dem einzigen Ereignis des Tages vorbei, nämlich einem Pass. Ich glaube aber auch nicht, dass das mehr als eine Straße ist, ehrlich gesagt. Schauen wir mal und dann habe ich nur noch 5 Kilometer zu diesem Shelter, aber wir werden ja eben im Zelt übernachten. Genau. Ja, wie ich es befürchtet hatte, nur eine Straße. Ja, nochmal eine kurze Pause vor dem Ziel. Wir haben jetzt 25,3 Kilometer. Zwei habe ich ungefähr noch. Und Anstieg haben wir 847 Meter. Kommen auch noch ein paar drauf, aber nicht so viel. Vielleicht noch 60 Meter. Genau, eigentlich ein sehr entspannter Tag heute. Trotzdem sehr monoton, weil ich halt nur im Wald unterwegs war auf diesen Feldwegen. Ist auch mal ganz schön, aber ja, nicht den ganzen Tag. Ich bin gespannt, wie auf jeden Fall das Ziel wird. Da haben wir ja dann ein Shelter und eine Quelle. Genau, heute Abend gibt es noch Spaghetti, die ich noch übrig habe. Ich habe ja sehr viele mitgenommen gehabt und ich werde dann heute Abend für alle kochen. Soweit der Stand der Dinge. Also besser hätte es gar nicht sein können. Hier ist das Ziel. Das ist eine super Wiese, komplett gerade, zumindest da vorne. Da. Da hinten ist das Haus irgendwo. Da kann man jetzt gerade gar nicht so genau sehen. Ja, genau, da geht der Weg dann weiter. Und da unten müsste jetzt noch ein Fluss sein, den schaue ich jetzt mal an. Jawohl, da haben wir unser Wasser, da unten. 120 Meter hieß es weg und das passt doch ungefähr. Und hier haben wir unser Wasser. Das läuft aus einer Plastikflasche raus. Ich werde jetzt meine auffüllen und dann sehen wir weiter. Dann schauen wir uns mal die Hütte an.